Dieses Video, das wird niemals veröffentlicht. Sag's mal so, ich könnte auch jetzt meine Zeit verbringen, indem ich Genshin spiele, also meine Entscheidung. Es tut mir leid, dass ich das jetzt hier sagen muss, aber da war gerade dreckiges Mistvieh. Jetzt ist sie hier zwar nicht mehr... Stehe ich hier wie so Krüppel. Ich wollte nur wissen, ja, aber mich anschnauzen, ne? Ida, du bist du schon da? Ja, die steht doch hier. Seh dich nicht. Wie hätte ich das denn mit dem Oberteil sagen können? Neben, also rechts neben mir steht Frosch und daneben steht Ida. Ja, ach so, das hier. Bist du! Oh mein Gott. Leute, wir nehmen jetzt erstmal allen die Sprechberechtigungen weg, auch den Radlehrern. Oha. Kannst du mir die auch wegnehmen? Nein! Ida Lehrer hat gesagt, sie will... Was auch immer Ali sagen wollte, jetzt muss sie schreiben. Und Ali, kann ich mit dir den Platz tauschen, damit das im Video besser aussieht? Oder nee, warte, Watson. Kann ich mit dir den Platz tauschen? Oder rück mal auf, dann stehe ich mich zwischen Watson und Link. Passt. Ich bin Lay, ich bin einer der Gründungsmitglieder von Kader Dressage. Und leitet das Team gemeinsam mit Ida. Ida, wer bist du? Ich bin Ida. Hi. Hi, ich bin Ali. Ich bin Reitlehrerin in Dressur. Servus, ja. Ich bin Watson, ich bin Reitlehrerin in der Cater Dressage. Anders als die anderen mache ich die Freizeit-CTs. Okay. Ich nehme die Berechtigung wieder weg. Du hast lange genug geredet. Ida ist quasi unser Mädchen für alles. Ida hat für jede Scheiße ein Word-Dokument. Wie viele hatte ich? Sechs? Sechs. Oder mehr. Dass uns das aufschreiben sollen, Ida. Deine Schuld. Ja, jetzt bin ich es wieder. Es reicht mir. Schön, das ist keine Reihe, was ihr hier tut. Das ist nebeneinander stehen. Das ist nebeneinander stehen. Das haben sie vorhin schon stoppisch gemacht. Ach so, Ida will eine Reihe. Ich meine. Ida will eine Reihe. Ida, ich hab Mental Breakdown. Ich meine gleich. Steigen Set. Warte, ich bin im Fotomodus, ich hab's gerade geschafft. Steigen Set. Nein. Ach so. Alter, Lay, hörst du dir was machst du? Das ist das Rentnergehör, Leute. Die gehört eh schon in den Altenheim. Mein Arzt hat zu mir gesagt, ich habe ein sehr gutes Gehör. Dein Arzt hat dir auch gesagt, dass du 4 Millimeter weit gewachsen bist, Lay. 5 Millimeter! Oh Gott! Es tut mir leid, 5 Millimeter! Das ist ja eine Scherise. Ich stehe oft auf meinem Stuhl, weil ich sonst nicht oben an meinen Hängeschrank komme. Natürlich. Stehst du auf einem Drehstuhl? Ja. Der dreht sich voll geil. Aber eigentlich würde ich nur meinen Stuhl. 2-1-0, Hilfe! Wer von uns ist denn? L sitzt so quasi in so einer Russenhocke auf dem Stuhl. Das ist eine gute Erklärung. Ne? Ey, Watson. Ja. Watson, die hören uns bestimmt nicht. Also, Lay und Ida, die hören uns ja nicht. Watson. Nein, Lay, du hörst uns Watson! Nicht. Ich sollte die Vögel vielleicht wegmachen. Es ist ein schrecklicher Vogel. Ich denke immer, du meinst, du hast einen echten Vogel. Nein, ich hab... Junge, ich werde davon heute Nacht träumen. Go. Ja! Halleluja, jetzt ist alles gleich. Ich dachte, ich war zu spät. Nein, alle gleich. So, das war's dann auch, danke.